Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal und wir legen auch direkt los und zwar nach dem Intro. So, wie ihr sehen könnt, steht dort vorne der Drache. Und zwar ist das der Drache, den wir schon besiegt haben, hier im Seelengrab. Ich bin froh, dass wir die Schriftrolle gefunden haben. Ich denke, wenn wir jetzt rausgehen, werden wir uns einen neuen Kampf liefern müssen. Auf geht's. Steckt eure Waffen weg. Ich möchte mit euch reden, Quanarin. Okay. Kann die Waffen nicht wegstecken? Naja, ich kann die Waffen nicht wegstecken. Okay. Verflucht, nicht tot. Verdammt, für alle Ewigkeit in dieser Gestalt zu existieren. Gefangen zwischen Lars und Dinok. Zwischen Leben und Tod. Warum sprechen wir miteinander? Ich glaube an Ehre unter erfahrenen Kriegern. Und euer Ohr ist es wert, meine Worte zu hören. Meine Klauen schnitten durch das Fleisch zahlloser Feinde. Doch auf dem Schlachtfeld wurde ich kein einziges Mal besiegt. Ich gebe euch daher den Ehrentitel Quanarin, was in eurer Sprache Sieger bedeutet. Ich sehe euch als gleichberechtigt an. Ist aber auch immer nett, der Held hier, ne? Eure Worte ehren mich sehr. Mein Wunsch, mit euch zu reden, entsprang dem Ergebnis unseres Kampfes, Quanarin. Okay. Ich möchte euch nur respektvoll um einen Gefallen bitten. Was für einen Gefallen möchtest du haben? Unzählige Jahre habe ich das Seelengrab durchstreift. Gegen meinen Willen den vollkommenen Meistern dienend. Davor war der Himmel von Tamriel meine Heimat. Ich möchte dorthin zurückkehren. Was hält euch denn davon ab? Ich fürchte jedoch, dass meine Zeit hier nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ich bin mit diesem scheußlichen Ort verbunden. Wenn ich mich zu weit vom Seelengrab entfernen würde, würde meine Kraft schwinden. Bis hin zu meiner vollständigen Auflösung. Wie kann ich dir denn dabei helfen? Ich werde euch meinen Namen anvertrauen und euch erlauben, ihn in Tamriel anzurufen. Ehrt mich auf diese einfache Art und Weise, und ich werde an eurer Seite als euer Grad Zemasin kämpfen, euer Verbündeter. Und euch mein Tuum lehren. Einfach euren Namen Tamriel rufen? Ist das alles? Für euch ist es vielleicht trivial. Mir würde es sehr viel bedeuten. Das mache ich doch. Wenn ich einen Drachen haben kann, der für mich kämpft. Ich benötige keine Antwort, Quanarin. Ruft einfach meinen Namen in den Himmel, wenn ihr glaubt, dass die Zeit dafür reif ist. Okay. Lernen das erst. Ich will einmal wissen, warum überhaupt ein Seelengrab gelandet ist. Es gab eine Zeit, in der Tamriel meine Heimat war. Doch diese Zeit ist lange schon Vergangenheit. Die Dover beherrschten die Lüfte und wetteiferten um ihre Territorien. Was schreckliche und schließlich tödliche Kämpfe zur Folge hatte. Wart ihr ein Teil davon? Das war ich. Aber anders als meine Brüder suchte ich nach ungewöhnlichen Lösungen, um meine Überlegenheit beizubehalten. Ich fing an, das zu erforschen, was die Dover Alok Delon nennen. Die uralte, verbotene Kunst der Toten. Beschwören.
Ihr habt im Seelengrab nach Antworten gesucht? Die vollkommenen Meister versicherten mir, dass meine Kräfte ohnegleichen sein würden, dass ich Legionen von Untoten auferstehen lassen könnte. Als Gegenleistung müsste ich ihnen als Wächter dienen. Bis zum Tode der einen, die sich selbst Valerica nennt. Oh, die Mama. Sie haben euch nicht gesagt, dass sie unsterblich war, oder? Ich entdeckte zu spät, dass die vollkommenen Meister die Täuschung der Ehre vorziehen und nicht daran dachten, mich aus meiner Verpflichtung zu entlasten. Sie besaßen die Kontrolle über meinen Geist, aber glücklicherweise konnten sie meine Seele nicht beherrschen. Seid ihr deshalb jetzt frei? Frei? Nein. Ich habe hier zu viel Zeit verbracht, Quanarin. Das Seelengrab ist Teil dessen geworden, was ich bin. Ich kann Tamriel nie wieder ganz meine Heimat nennen. Sonst würde ich sicher umkommen. Meine einzige Hoffnung ist, dass ihr mir dort durch euren Ruf kostbare Momente schenken werdet. Okay. Ich würde sagen, wir rufen seinen Namen einfach da drin. Das macht ja nichts. Jetzt müssen wir erstmal raus hier. Danke, Drache. So, Serana kommt mit uns mit. Und ja, wir suchen den Ausgang jetzt erstmal. Dauert ja mal ein bisschen, bis man ankommt. Von hier kann ich, glaube ich, nicht raus, mich rausbeamen, ne? Audiospeicher. Okay, kann ich hier irgendwo hin? Ne, okay, ist jetzt raus. Okay, er hat schon mal gespeichert zwischendurch, ist ja nicht schlecht. Ich speichere ja auch immer ganz gerne, weil das wichtig ist. Damit man nicht auf einmal da steht und denkt sich, upsala, eine halbe Stunde umsonst gespielt. Ist mir schon passiert, also passiert, glaube ich, jeden irgendwann mal. Und man denkt, ach, das kleine Stückchen schaffe ich noch. Komm. Obwohl es ja eigentlich nur ein Knopf ist. Das haben sie beim neuen Patch außerdem bei Kingdom Come geändert. Da heißt man, wenn man jetzt aufhören will zu spielen, kann man direkt speichern. Das ist perfekt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber in der nächsten Folge werde ich es machen. Und ja. So. Ja, ich habe eine neue Art gefunden, wie ich die Videos aufnehme. Beziehungsweise ich habe sie vorher schon gefunden. Aber ich werde das alles in einem Schnitt jetzt machen. Das heißt, klar werde ich nochmal, wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo ich tausendmal wiederholen muss, werde ich es zurechtschneiden. Aber ansonsten versuche ich halt, die Erfahrung so beizubehalten. Wenn ich jetzt 15 Versuche brauche, irgendjemand zu erledigen, werde ich euch natürlich nicht alle 15 Versuche zeigen, sondern einfach nur mal, was ich zwei Versuche oder so, bis ich es geschafft habe. Genau. Aber ich mache es, glaube ich, so, dass ich das Intro von mir nach und nach weglasse. Ich denke, das braucht man auch nicht unbedingt. Ist zwar immer ganz schön anzusehen, aber es braucht auch immer seine Arbeit, weil es auch immer wieder vorgerendert werden muss und es muss nachgerendert werden im Schneideprogramm. Ich glaube, es ist cooler, wenn man das jetzt beziehungsweise ich spare mir eine Menge Zeit und es kommt euch zugute, da ich mehr hochladen kann und mehr Videos machen kann, wenn wir das so machen. Dass ich das jetzt alles in einem Schnitt mache hier. Und ja. Weil ich es direkt hochladen kann dann. Das ist für mich sehr praktisch. Hoffe für euch auch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen zum Ausgang kommen hier. Dauert aber wieder lange. Oh, hier steht einer. Greife ich von oben an. Nein, meine ich nicht. Hat mir nichts getan. So, wir kommen zum Ausgang. Den Treppe hoch. Das ist ja ihr Portal, das wir geöffnet haben. Von Valerias Stübchen aus, sag ich mal. Dum, 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 dum. Das sieht schon ganz cool aus alles, ne? So. Und rein. Sehr gut. Ja. Ach ja. Gucken wir mal. Ja, ich habe mir mal zum Ziel gesetzt, eigentlich auch mehr Abonnenten zu bekommen, aber ich bin, glaube ich, nicht so der, der so viel Werbung macht für meinen Kanal. Instagram vernachlässige ich auch so ein bisschen, obwohl ich es immer gerne einblende. Aber das wird sich auch ändern. Ich werde Instagram mehr einbeziehen. Und dann könnt ihr sehen. Wir können ja sehen, ob wir mal.
Wollen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen, mehr Abonnenten zu bekommen. Ich würde ganz gerne die 1K erreichen, also 1000 Abonnenten. Das wäre schon nicht schlecht. Einfach aus dem einfachen Grund. Und da nicht links, hier links. Aus dem einfachen Grund, dass mir das einfach Spaß macht. Und ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Ich bin jetzt nicht der Obertyp, der hier alles übertrieben erzählt. Aber man fuchst sich ja so rein und man wird nach und nach besser. Jetzt habe ich auch schon etliche Videos hochgeladen. Also wir sind schon über 200, glaube ich. Und angefangen mit Super Mario. Also für Nintendo Switch, wo ich mich so ausprobiert habe, was auch nicht so groß angekommen ist, aber es wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass es einfach sehr, sehr viele Leute gehabt, die Super Mario gespielt haben. So, wie gehen wir in die Burg jetzt? Rein. Warum gehe ich in die Burg? Hier soll ich gar nicht hin. Na, zu spät. Ja, egal. Wir gucken mal ganz kurz auf die... Später mal draußen. So, gucken wir kurz auf unsere Quest-Log. Zack. Da. Bringe den Schriftrollen der Alten zu Dexion. Wo ist Dexion? Warte mal. Ich mache mir nichts ab. Ich habe bei Schriften der Alten erlangt, die benötigen, um die Tyrannei der Sonne vollends zu entschlüsseln und Mauritz Burg auszuführen. Ich muss auf Burg Folge zurückkehren und Dexion gefangen haben. Sonne, aber die okay. Wäre jetzt besser als gucken wir mal, ob wir den finden, den Dexion. Das ist der, den wir kalt gemacht haben. Gehen wir schnell weg. Ich kann auch ein bisschen Loot rechnen. Ich habe doch ein paar Objekte da, oder? Ich kann nicht irgendwie essen? Habe ich nicht irgendwie so Loot dabei? Zutaten? Nee. Ein Loot? Ich habe mal Blut mitgenommen, glaube ich. Vielleicht doch nicht. Bin mir das noch eingebildet. Zaubertränke vielleicht dabei? Des Blutes. Entspricht dem riesigen Nähern von menschlichem Blut, Vampire heilen. Finde ich mal einfach. So. Ja, ich kann wohl ein bisschen schwächer werden, das macht nichts. Und rein. Schauen wir mal nach. So. Jappadappadu. Diese Ladezeiten sind schon ein bisschen nervig, aber die lassen sich leider nicht vermeiden. Obwohl, liegt recht lange. Kann natürlich sein, dass gut was in der Burg passiert jetzt. Okay. So, wir müssen Dexion finden. Der wird in der Burg gefangen gehalten, aber wo? Wenn wir reden, weiß sie vielleicht was? Braucht ihr etwas? Ich dachte, es würde euch stärker belasten. Warum soll es mich sehr interessieren? Sagt nicht, dass ihr wirklich so naiv seid. Tatsächlich? Oh, wirklich? Na gut, was meint ihr denn, was mein Vater machen wird, wenn wir ihm den Bogen gebracht haben? Er wird es sicherlich einsetzen wollen. Natürlich wird er das. Aber in diesem Moment hat er alles, was er jemals haben wollte. Er wird keinen von uns beiden mehr brauchen. Ich habe ihm glaubt, er wird versuchen, uns zu töten? Ihr habt gezeigt, dass ihr stark seid. Und das bedeutet, dass ihr nicht unbehelligt bleiben werdet. Und wenn er hat, was er will, werde ich überflüssig sein. Oh. Was machen wir jetzt? Ich glaube, das wisst ihr. Wir beide wissen, was passieren wird, wenn wir den Bogen gefunden haben. Bleibt stark und wachsam. Wir beschreiten jetzt einen anderen Weg. Okay. Gut. Nochmal kurz in die Quest gucken. Wo Dexion gefangen wird, um sie zu lesen. Muss auch wo. Hier unten irgendwo rumlaufen, ne? Oder? Wo er genau ist. Müssen wir schon suchen. Ja, mein Herr. So. Wie kann ich euch dienen? Fangen wir mal nach. Hallo. Ich habe die Schriftrollen der Alten gebracht. Ich fürchte, ich kann euch nicht länger mit den Schriftrollen behilflich sein. Mal die Augen. Herr, bitte zürnt mir nicht.
Wovon redet ihr? Ich fürchte, dass ich in meiner Eile die erste Schriftrolle zu lesen, die dafür notwendige Zeit der Vorbereitung vernachlässigt habe. Die Folgen dieses Fehlers muss ich allein tragen. Ich bin mitnichten unwillig, euch zu helfen. Doch wie ihr anhand meiner Bandagen sehen könnt, bin ich dazu körperlich nicht mehr in der Lage. Chit, ihr seid blind? Oh, bitte, mein Herr, bitte, vergebt mir. Es gibt wohl keine Heilung. Wenn doch nur ein solches Wunder existierte, ich würde das Unmögliche möglich machen, um es zu ergreifen, wenn ich euch damit gefallen könnte. Dann brauchen wir euch nicht länger. Obwohl ich gerne durch eure Hand sterben würde, könnte ich euch vielleicht einen anderen Weg anbieten, die Schriftrollen zu lesen? Recht weiter. Oh, vielen Dank, mein Herr. Danke. Komm zum Punkt, alter Mann. Über ganz Tamriel verstreut findet man abgelegene Orte, die nur als Lichtungen der Ahnen bekannt sind. Es gibt auch eine in Himmelsrand, in Kiefernwand. Wenn ihr das Ritual der Ahnenmotte innerhalb der Lichtungen durchführt, solltet ihr die Antworten erhalten, nach denen ihr sucht. Erklärt mir dieses Ritual. Es umfasst das vorsichtige Einsammeln der Rinde eines Kantikumbaumes, mit der ihr Ahnenmotten anlocken könnt. Wenn euch genug Motten folgen, verleihen sie euch die notwendige Einsicht, um die Schriftrollen zu verstehen. Vorsichtig die Baumrinde einsammeln? Wie? Um die Tradition zu wahren, müsst ihr auf der Lichtung der Ahnen ein besonderes Werkzeug verwenden. Das Messer der Anziehungskraft. Jeder Mottenpriester lernt dieses Ritual. Aber nur wenige erhalten die Möglichkeit, es durchzuführen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, wenn es bei euch funktioniert. Muss ich die Schriftrollen einer bestimmten Reihenfolge lesen? Nach dem, was ich in der Vision gesehen habe, liegt der Schlüssel zur Prophezeiung in der Schriftrolle der Alten, welche die Herausforderung der Götter durch das Blut der Sterblichen voraussagt. Okay. Finde das Messer eines Mottenpriesters. Ist es normal, dass ein Mottenpriester erblindet? Leider ja. Es ist das unausweichliche Schicksal, das wir akzeptieren, wenn wir die Schriftrollen der Alten lesen. Scheiße, ist das denn? Normalerweise widerfährt das nur den altgedienten Mottenpriestern. In meinem Falle lag es einfach daran, dass ich mich nicht gründlich genug vorbereitet habe. Was ging schief? Das Entschlüsseln einer Schriftrolle der Alten unterscheidet sich grundlegend vom Lesen eines einfachen Buches. Es erfordert die richtigen Rituale und ein hohes Maß an Konzentration. Die Entschlüsselung einer einzigen Schriftrolle kann Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, gefolgt von einer mehrmonatigen Erholungsphase. Okay. So, wir müssen ein böses Messer finden. Möge das Glück euch hold sein, mein Herr. Was Messer finden? Wieder raus und suchen ein kleines Messer. Mein Gott, diese Questreihe entpuppt sich als sehr, sehr verzwickt. Warte mal, gucken, wo wir hin müssen. Das Messer eines Bodenpriesters. Alkenring. Okay. Dann, nein. Aber wir müssen hier vielleicht das markieren. Welchen Ziel festlegen? Gut. Wir können auf jeden Fall bis hier hinreisen. Nach Helgen. Was ist denn hier? Nee. Wir reisen mal bis zum Wächterstein. Und von da aus geht's dann weiter zu diesem mysteriösen Ort. Würde ich sagen. Das ist ja auch am einfachsten. So. Bin ich mal gespannt. Ist ja auch ärgerlich, ne? Liest ein bisschen was, zack, bist blind. Ist auch blöd.
Das hätte ich auch nicht gewusst, dass sie wieder verschwunden sind. Naja, warum sollte man auch seine Sachen in eine fremde Kiste packen? Macht ja gar keinen Sinn. Okay, also. Wir müssen da hin, in die Richtung. Wir sind ja schon davor. Dort sitzt ein alter Fischer. Gehen wir runter zu ihm. Was macht er da? Mit ihm reden oder ist es ein Bandit? Nö, ich denke nicht. Hallo, wer bist denn du? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay. Bis zum nächsten Mal. Was ist mit deiner Kiste da? Ah, gut, das spielt jetzt nichts. Ja. Die Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Das stimmt, aber trotzdem solltest du aufpassen. Sonst kommt der König und hackt den Kopf ab. So, ja, dann eiern wir jetzt mal dahin, speichern zwischendurch. Um dieses Messer zu holen. Ich erspare euch den ganzen Weg dahin, denn wir sagen einfach das. Wir machen hier Schluss und sehen uns dann bei der... Huch, wer ist er denn? Achso, den hatten wir schon mal geredet. Das ist ein Elch. Ja, ich erspare euch das und ja, wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.